sind auf dem Flüelenpass zwischen Davos und Zernetz. Formtechnisch gesehen ist es für mich ein Pass, wo man sehr fließend fahren kann. Und es hat jenste Kurvenvariationen, von engen Kurven zu langen Kurven. Es ist einfach ein genialer Pass. Für mich macht die Strecke aus. Von Davoser Seite her ist es recht speziell. Du hast keine Wälder, du hast nichts. Es ist ein offenes Feld mit einer genialen Weitsicht. Besonders gut gefällt mir der Streckenabschnitt vom Parkplatz Wegerhütte bis eigentlich auf Passhöhe, weil die Kurvenkombinationen, die sind einfach extrem geil zum Fahren. Auf der Höhe, wo das Grand Tour-Schild ist, hat es eine Grillstelle. Die ist ein bisschen weg von der Straße und man kommt super an mit dem TÜV, hat seine Ruhe und kann einfach die Aussicht geniessen. Der Flüelenpass ist für mich ein bisschen mit Emotionen verbunden. Es ist für mich der Start in die Saison und das Ende der Saison. Geniessen den Berg, geniessen die Strecke und fahren einfach immer für euch.